So Leute, nachdem ich hier neulich Heroes of Might and Magic 3 gespielt habe, spielen wir jetzt ein Spiel, das ganz frisch raus ist, nämlich erst seit 20. Mai, aber aussieht, als ob es genauso alt ist wie Heroes of Might and Magic. Und es ist tatsächlich auch ein HOM-Klon, möchte ich fast sagen. Zumindest sieht es so aus, ich habe es ja noch nicht gespielt. Das Spiel nennt sich Songs of Conquest und erfreut sich derzeit großer Beliebtheit auf Steam. Und da ich jetzt auch wieder Blut geleckt habe mit Heroes of Might and Magic, habe ich mir gedacht, da schauen wir doch heute mal rein. Wenn es nicht gut ist, ist Nikola schuld, schreibt bitte an die 501 Legion auf Tatooine. Choose Campaign. First Song, Second Song, Third Song. The Song of the... Nee, was? The Song of Stoutheart. Stoutheart. Stoutheart? Cecilia Stouthard and Fraxon Frethelwulf and Cornus Fethelwulf. Well. The young baroness of the barony of Stouthard must face enemies within. Vielleicht soll ich es auf Deutsch stellen. And without to hold on her power and protect her people, blah. Let's go. Cecilia Stoutheart rose to baroness after the ultimate death of her father. When ore shipments from Barkspur's rich mines go missing and rumors of Venezuela. Difficulty. Somebody fair, worthy, overwhelming. Ach, ich hasse Schwierigkeitsgrade, Leute. Deshalb hasse ich Schwierigkeitsgrade. Fair ist die Grundeinstellung, wirkt aber jetzt schon wieder läppsch, oder? Worthy könnte natürlich schwierig werden, Mann. Aber wir machen es, wir trauen es. Ich kann nicht hier mit dem leichtesten Schwierigkeits reingehen. Nee, brauchst kein Vote machen, Adre. Cecilia Stoutheart, the new baroness of the barony of Stoutheart, was on her way to the quarries of Flint Hills. All shipments of stone from this region had stopped, and she was determined to find out why. She suspected an uprising of bandits and peasants, and had already sent troops to the region to restore order. Okay. Bin ich das? Oh, Movement. For selecting and inspecting to set a destination for your wielder. Okay. Aber wie kann ich mir angucken? Den Boy. Aha. Oder das Girl. Cecilia Stoutheart, Human Commander. 1512. 7 View Radius Movement. Okay. Two total troop modifiers, melee offense, range offense, defense. Okay, equipment, skills, command more troops and greater. Unlocks the ability to bring three troops. Yeah. Okay, jeder. Aurelian Meister, this of Meister shows the weight. Plus 2 movement für einen Zug. ...250 Erfahrungspunkte. Wo sehe ich denn wie viel Movement... Sind das die? Was ist das hier? Order? Creation? Was ist das hier? Wo sehe ich denn wie viele Schritte ich mich noch bewegen kann? Irgendwo muss man... Ist es das? Movement. Ach, da. Okay. The dead commander wore stouter collars and the distinctive sign of the Corvus Reserve. Stolen ore was one thing. But uprising against stouter troops was more serious. Old artifact I found in the body. It could prove useful. Plus 1 offense.
Ich nehme das Geld. No more movement, end the turn. Ja. Habe ich das schon? So, was war das? Kann ich hier? No available path, okay. Oh. 600 Gold. Guck, hier kann man noch rauszoomen, kann man ranzoomen. Man weiß natürlich noch nicht genau, mit was man alles interagieren kann hier. Aber es ist weniger als man denkt, offensichtlich. Was ist das? Source of Power. Und wir kommen zum ersten Kampf. The Corps Reserve. Some wounded soldiers appeared from the forest and snapped to attention. This was Cecilia Corvus Reserve and they had recently seen combat. Hail Baroness, the Corvus Reserve await your command. Lieutenant, you've seen some combat. What is the situation? Status of the mines. Our scouts detected hostiles about, milady. The gold mine to the south has been seized by rebels. We also encountered an unexpectedly well-armed force at Flint Hills to the west. We took heavy casualties and were forced to retreat. How well armed? These aren't peasants with tools and knives. They had crossbows and swords and bannerless knights right with them. Okay. Die wollen mir joinen. Move as many as possible. Geil. Ich glaube, ich guck mal, ob ich es auf Deutsch stellen kann, Leute. So, guck. Cecilia war keine einfache Kommandantin. Sie entstammte den Reihen der Hüter, vermochte die Essenz ihrer Truppen zu kanalisieren, mächtige Zauber zu weben. Plus eins Schöpfungsdauer eine Schlacht. Sechs Waldläufer oder 1600 Gold? Tja. Nehmen die Waldläufer, oder? Was macht das? Hat man. Plus drei Bewegung. Dauert zwei Minuten. Und hier ist... Kämpfen! Ach, guck mal, jetzt heißt sie Cecilia Tapferherz. Legt die Waffen nieder. Ich finde es immer so dumm, wenn Namen übersetzt werden. Name ist doch ein Name, der wird doch nicht übersetzt. Egal. Das hat mich schon bei Game of Thrones genervt. Legt die Waffen nieder. Diese Mine gehört der Baronie von Tapferherz. Sie gehört mir. Wir werden nichts dergleichen tun. Du solltest dich mächtigst auf dein Schloss zurückziehen und dich auf einen Sturm vorbereiten. Irgendwas sagt mir, dass einer im Anmarsch ist. Der einzige Sturm, der sich hier sammelt, bin ich. Zieht blank. What? Zieht blank? Aha. Dann mache ich die doch hier oben drauf. Das sieht ja erhöht aus. Und das sind Bogenschützen. Manuelle Schlacht oder schnelle Schlacht? Wäre man natürlich manuell. Eine Zusammenkunft von Milizionären. 26 bis 50. Könnte das sein, dass wir aufs Maul kriegen direkt? Bedrohungsgrad angemessen. Aber wir versuchen es mal. Zehn, zehn, zehn. Das sind natürlich alles Fernkämpfe.
Aha, hier sind die Zaubersprüche. Ebene 0, Ebene 1, Ebene 1. Unzureichende Essenz. Okay. Ah, es reicht nicht von der Distanz. Kann ich den parken? Kann ich dem sagen, er soll nichts machen? Jetzt habe ich Zaubersprüche zur Verfügung. Ja, macht schon Spaß. Okay. Das war doch ein sehr erfolgreicher Sieg. Das sind wahrscheinlich Erfahrungspunkte oder was? Und Level up! Behüten. Deine Truppen erlangen 20% Nahkampfresistenz. Deine Truppen erlangen plus 10% Schaden. Kommandieren. Schalte die Fähigkeit frei, 4 Truppen in der eigenen Armee mitzunehmen. Das checke ich noch nicht so ganz. Aber ich nehm's. Okay. Ah, das ist schon, das hat schon diesen gleichen Gameplay-Loop wie Heroes of Might and Magic, wo du einfach dann immer noch eine Runde, noch eine Runde. Großes Lager. Nice. Ich weiß noch gar nicht, was man mit dem Geld macht, aber es könnte wahrscheinlich wird man später auch noch Städte bauen. Plus 4 Verteidigung, okay. Da ist eine Schatzkiste, Leute. 1500 Gold, nice. Das Aurelianische Imperium. Vor Jahrhunderten umspannt das Imperium von Aurelia die bekannte Welt. Statuen der Kaiserin finden sich noch immer in ganz Arleon. Und viele Menschen schwärmen von den goldenen Jahren Aurelias. Dieser alte Schrein verleiht Kraft für die kommenden Schlachten. Plus 5 Initiative, Dauer eine Schlacht. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ach so, da kann ich nicht durch. Okay. Barrikaden mitsamt einer kleinen Truppe bewaffneter Bauern versperrten die Straße nach Westen. Du fließt besser, kleine Tapferherz. Feuersteinhügel ist nun freies Land. Frei? Höchstens um von Banditen heimgesucht und von anderen Baronien gebrandschatzt zu werden. Wer wird die Menschen beschützen? Ihr etwa?
Warum nicht? Wie du siehst, sind wir recht gut gerüstet. Das sehe ich. Aber ich mahne euch, eure nächsten Handlungen sorgfältig zu überdenken. Legt eure Waffen nieder, beantwortet meine Fragen und ich lasse Gnade walten. Oder stellt euch gesetzlos gegen mich und mein Schwert bringt Gerechtigkeit. Sprecht! Wer hat euch bewaffnet? Jemand mit guten Absichten gab uns diese Waffen. Ich kenne die Gnade von Tapferherz. Ich sah sie, als der alte Graf Hermann geköpft wurde. Also kehr um! Es bereitet mir keine Freude, das Schwert gegen meine Untertanen zu richten. Aber ungesetzliches Handeln wird nicht geduldet. Tapferherz fällt niemals. Okay. Warum ist da nur einer? Das Wirken von Zaubern kostet Essenz. Deine Truppen erzeugen jedes Mal Essenz, wenn sie am Zug sind. Dein Hüter erzeugt Essenz zu Beginn jeder Schlachtrunde. Zauber können mächtiger werden, indem sie höhere Zauberebenen erreichen und indem du mehr Zauberschadensstärke erlangst. Achso, das ist die Anzahl an Essenz, die man braucht. Der eigene Hüter kann im Kampf zaubern. Außerhalb des Kampfes können die Essenzquellen überprüfte Zaubersprüche geplant werden. Jeder Zauber kostet Essenz und welche Zauber man wirken kann, richtet sich danach, welche Essenzquellen man hat und wie viele man in der Schlacht erlangen kann. Truppen stellen die wichtigste Essenzquelle dar, aber man kann sie auch durch Artefakte, Fertigkeiten, Gebäude und Forschung erlangen. Standardmäßig wird die Schnellleiste automatisch mit den verfügbaren Zaubern gefüllt, die im Kampf gewirkt werden können. Sie wird jedes Mal geändert und aktualisiert, wenn mehr Essenz erlangt wird. Die Schnellleiste kann auch manuell verwaltet werden, indem sie automatisch auf... Okay. Deine Truppen erzeugen sie, wenn sie im Zug sind. Jeder Truppentyp hat einen eigenen Satz an Essenzen. Dein Hüter erzeugt zu Beginn des Kampfes und zu Beginn jeder neuen Schlachtrunde Essenz. Die Essenz des Hüters stammt aus anderen Quellen als Truppen. Wie etwa Hüterfertigkeiten, Artefakte, Forschung. Oh. Die Menge der angesammelten Essenz legt fest, welche Zauber... Ja, das wissen wir doch jetzt schon alles. Die Truppenaufstellung ist wichtig für den möglichen Essenzgewinn. Geht eine Truppe vor ihrem Zug verloren, versiegt euch die Essenzquelle. Eine Truppe mit 3 Milizeinheiten gewährt beispielsweise plus 1 Ordnungsessenz von jedes Mal, wenn ihr zukommt. Würde man sie vor der Schlacht jedoch auf 3 Truppen aufteilen, würde die jeweils eine Milizeinheit enthalten, so würde jede einzelne Schlachtrunde der Truppe dem Hüter plus 1 Ordnungsessenz. Dadurch erhöht sich die Schlachtrunde. Das ist eine Möglichkeit, mehr Essenz zu erlangen, aber Truppen werden wesentlich verwundbarer, wenn die Anzahl der Einheiten stark sinkt. Okay. Das ist ein ganz interessantes Feature eigentlich. Zauber können verstärkt werden, indem sie höhere Zauberer-Ebenen erreichen. Dies geschieht durch den Erhalt von Essenzfertigkeiten beim Erhöhen der Stufe. Zum Wirken von Chaoszaubern auf Ebene 2 brauchst du beispielsweise die Fertigkeit Chaos 2. Wenn du Zauber wirken möchtest, die Ordnung und Chaos auf Ebene 2 kombinieren, brauchst du sowohl die Fertigkeit Chaos 2 als auch. Abgesehen von Ebenen können Zauber auch mit dem Erhöhen deiner Zauberschadensstärke verstärkt werden. Diese erhöht den Reinschaden von Zaubern und kann durch Fertigkeiten und andere Modifikationen erhalten wir die auf der Abenteuerkarte, wie etwa Artefakte. Einige Hüter besitzen eine Spezialisierung. Die Dauer von Zeugen bleiben in eine Dauer in Runden. Eine Dauer von Truppenzügen. Okay. Let's go. Kann ich nicht noch höher? Ich
Skill erhält Beschleunigung. Verteidigung. Insektenschwarm. 5 Schaden an Zieltruppe. Was aus, trotz meinem Schwarm. Gold. Plus 50, plus 1 Bewegung. Das ist doch ein Verbündeter hier. Als sich Cecilias Truppen Feuersteinhügel näherten, trat ihnen eine gut gerüstete Streitmacht von Soldaten entgegen, welche keine Wappen oder Farben einer Barnonie? Ritter, Bogenschützen, ihr seid kein gewöhnlicher Banditenhaufen. Ich wollte schon immer mal einen Hüter töten. Ihr werdet nicht der erste geistliche, ritterliche, gerne groß, den ich versohle. Okay, ich habe kaum noch Einheiten, cool. Das könnte aber eng werden. Wie kann ich denn einfach Stand Ground machen? Ich will ja einfach, dass der... So, einfach Enter drücken. Der wird's wohl nicht überleben. Okay, jetzt raff ich diese Ordnung, Chaos, Zerstörung. Das sind die Zauberschulen. Okay. Verstehe. Wie weit kann der laufen? Bewegung 3, das ist doch super. Verpiss mich mit dem, guck. Scheiße, er kommt ran. Was haben wir hier für Zaubersprüche? Anregung. Alle verbündeten Truppen erhalten. Ne? Wuchernde Blockade, Zaubersprüche. Ein Hindernis auf dem Schlachtfeld. Mann, der lebt ja immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Okay.
Da ist der Sieg. Ich mag den Look von dem Spiel wirklich sehr gerne. Dieses Pixelmäßige, das passt gut. Okay, wir haben eine neue Stufe. Deine Truppen erlangen 20 Nahkampf. Schalte die Fähigkeit frei, 5 Truppen in der eigenen Armee mitzunehmen. Jetzt machen wir immer mehr Schaden. Komm. Feuersteinhügel. Eine Schar von Bauern, angeführt vom Dorfältesten, trat hervor, um Cecilia zu begrüßen, als ihre Truppe in Feuersteinhügel eintraf. Ich habe die Rebellen bezwungen und Feuersteinhügel wieder dem Schutz von Tapferherz unterstellt, wie es meine Pflicht ist. Wer von euch also will mir verraten, was hier vor sich geht? Diese Ritter und ihre Schergen tauchten vor kurzem auf und bewaffneten alle Unruhestifter vor Ort. Sie bemächtigten sich unsere Steinbrüche und Minen und begannen, die Lieferung nach Süden in Richtung Borkensporn zu schicken. Wo ihr Gönner wartet. Borkensporn. Gute Nacht, Dragonlea. Ah, vielleicht sollte ich mal hier... Können mal mich ein bisschen hier zur Seite... der Sache in Hoffnungslichtung nachgehen. Okay, jetzt gucken wir erstmal, was hier alles geht. Bauernhütte. 7500. Könnten wir uns leisten, ein Milizionär. Das ist aber teuer. Das sind zwar auch 50 Stück, aber es ist mir trotzdem zu teuer. Okay. Die Schmiedin gibt ihre Jüngste großzügig her. Ach, die hat mir schon was gegeben jetzt? Ja, tatsächlich. Pro Runde 2 Stein. Tja, soll man die jetzt kaufen? Oder schaffen wir es auch so? Ich bin so geizig immer, aber wahrscheinlich, vielleicht sollten wir mal... Müssen ja nicht alle kaufen. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Das habe ich alles besucht. Wie kommt man denn da hoch? Okay, wahrscheinlich von der anderen Seite. Die Map ist ja noch ein gutes Stück guter. Kleine Gruppe von Cecilia Schwer erwartet sie am Straßenrand. Herrin Tapferherz, Corporal Grünfors, eure Vogtin, Vilja von Dornclip hat uns entsandt, wie befohlen, eure Truppen halten sich am Waldrand verborgen. Corporal, das ist nicht der Rand des Waldes. Diese Truppen lagern in der Bruchwildnis. Ihr habt womöglich die Fey entzürnt. Fey, Herrin, das sind gewisslich doch nur Sagen, Gestalten. Aber glaube, für das Bauernpack... Haben meine Vorfahren etwa ein Abkommen mit Fabelwesen geschlossen? Das Gesetz der Blätter gilt noch immer.
Und wir müssen ein Opfer bringen. Oder wir brechen den Frieden. Erwägt, was wir den Waldwesen opfern sollten, um für euren Fehler zu büßen. Ich erwarte euer Urteil. Verfügt über mein Leben. Dein Tod würde niemandem nützen. Wenn mich mein Geschichtswissen nicht täuscht, gibt es südwestlich von hier einen Opferbaum. Den haben deine Verwandten gepflanzt, verstehst du? Wir werden versuchen, mit ihnen zu reden. Folge mir, Corporal. Ich brauche alle meine Soldaten, auch solche, die Fehler begehen. Ich lebe, um zu dienen. Herr Interwärts, vielen Dank, Herr Interwärts. Ah, jetzt weiß ich, was hier gemeint ist. Ich kann 4 verschiedene Einheiten. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Als Cecilia diesen seltsamen Bogen näher betrachtet, fiel ihr auf, dass er sich beinahe warm anfühlte und leicht pulsierte. Sie hatte bereits zahlreiche fremdartige Ruinen aus der Epoche Aurelias untersucht, aber noch nie eine, die so lebendig erschien. Hat die wieder einen Gegenstand gekriegt, oder was? Nee. Sind richtig dicke Armee, Leute. Eine Gruppe ausgebildeter Soldaten lagert hier und wartet auf Befehle. Die Sporen dieser seltsamen Pilze erfüllen die Armee mit Berserkerzorn. Oh, minus 25 Verteidigung. Ja, es ist ein bisschen wie Heroes of Might and Magic, ne? Man muss hier erstmal alles einsammeln. Oh, was ist das? Ist das was? Nein. Ein Rundschild. Wie muss man sich denn das vorstellen? Sie kämpft ja gar nicht selber. Heißt das, diese Werte gelten dann für die Armee? Oder wie muss ich mir das überlegen? Da sie ja nicht selber kämpft, was bedeutet dann 5 Verteidigung? Die Verteidigung eines Hüters wird an seine Truppen weitergeben. Da steht's doch. Grundwert 10. Okay. Das macht ja auch Sinn, ne? Barianische Söldner. Die Straße wurde von einer starken Söldnertruppe bewacht, welche aus den Handelsstaaten Barias stammte. Kehrt um! Diese Straße steht nur Erzlieferungen aus. Feuersteinhügel laufen. Ich sehe, seid ihr Fremde in diesen Gefilden, sonst würdet ihr mich als die rechtmäßige Baronin Tapferherz erkennen. Ich entsinne mich keiner Kriegserklärung der barianischen Stadtstaaten. Folglich seid ihr Diebe und Eindringlinge. Welche anderen Vergehen soll ich der Liste noch hinzufügen? Wir haben keine Verbrechen begangen. Wir sind ehrbare Söldner, die im Auftrag handeln und lediglich Befehle befolgen. Der Vertrag ist nichtig, der nicht mit mir geschlossen wurde. Ihr habt mein Erz, folglich seid ihr Diebe. Ihr werdet es herausgeben, ihr verraten, wie euch angeheuert hat und vielleicht, dass ich euch gegen Lösegeld aus eurem Auftrag immer zurückkehren. Wir haben keine Angst, gegen dich zu kämpfen. Na, 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 Tapferherz. Aber ich warne dich, unser Vertrag besagt, dass niemand, der die Wappen von Tapferherz berührt, führt, auf dem Feld der Ehre verschont wird. Wenn ihr jetzt umkehrt, können wir die Schlacht vermeiden. Niemals. Ihr werdet als Diebe und Eindringlinge geahndet. Und mein Schwert wird für den Bruch unserer Gesetze Gerechtigkeit walten lassen. So müssen wir leider kämpfen. Okay.
Hat er eine Knarre, Alter? Musketiere, tatsächlich. Den sollten wir wahrscheinlich schnell ausschalten, wa? Holy shit. Hier gerade auf den Sack. Verbündete Zielgruppen bis zu ein Hexes bewegen und sie danach in einem zufällig ermittelten voll viele Armeen. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich so wenige? Oder so viel eingesammelt? Easy. Ich habe gedacht, ich habe voll viele Truppen, ehrlich gesagt. Ich habe da so die ganze Zeit Truppen angenommen. Hatte ich nicht super viele Truppen? Wo sind die denn alle? Sind die alle schon tot? Oder habe ich die irgendwie nicht mitgenommen oder so? Hm. Well, well, well. Z.
Cecilias Truppen durchsuchten die qualmenden Überreste von Hoffnungslichtung. Auf der Suche nach Überlebenden. Die Bevölkerung hatte sich eindeutig gewehrt und dafür den Preis bezahlt. Aus den Trümmern vernahmen sie ein Stöhnen und entdeckten einen schwer verletzten Milizionar. Herren, tapfer Herz, wir hielten so lange aus, wie wir konnten. Wir mussten uns zurückziehen. Sie waren zu stark. Wer war das? Barianer? Eine Truppe Barianer-Söldner marschierte zwar gern Borkensporen, aber es waren Ritter, die uns überfallen haben. Männer Arleons, die unsere Häuser in Brand steckten, kein Pardon gaben. Wir konnten nur fliehen in die Hügel, nördlich von hier. Der Verwundete rang nach Worten, dann erschlaffte er. Sein Blick verschwamm, als der letzte Rest Kraft seinen Leib verließ. Seine Essenz verfliegt mit dem Wind, aber Tapferherz wird niemals fallen. Kommt, es gibt hier weitere Überlebende. Lasst uns die Hügel durchkämmen, bevor wir nach Süden gehen, Borkensporn ziehen. Es ist an der Zeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ist das alles nichts? Als sie die Krone des Hügels erreichten, fanden sie eine robuste Taverne sowie die rußverschmierten, verwundeten und verängstigten Überlebenden von Hoffnungslichtung vor. Unter ihnen war ein Bänkelsänger, der Cecilia seinen Gruß entbot. Welche Sprache ist das? Grüße! Trügen mich meine Augen? Die Baronin von Tapferherz macht uns die Aufwartung. Falls ihr vorhabt, Rache an den Rittergeschmeiß zu üben, so würden wir die tapferen Seelen uns eurem Kampf anschließen. Und mit eurer Hilfe wird Tapferherz niemals fallen. Es gilt, dem Land Frieden und Ordnung zurückzugeben. Okay. Wo sind sie? Da. Bänkelsänger. Aber warum kosten die denn Geld? Ich dachte, die schließen sich mir so an. Okay, ich muss wirklich dafür zahlen, offensichtlich. Es ist so. Schenke ist leer, okay. Tja, wo gehen wir lang? Besucht. Ordnungsmagie 1. Was ist das? Quelle der Macht, ja, das sagt aber. Eine Schlacht, okay. Borkensporn. Als sie über die See spähte, erblickte Cecilia die Siedlung Borkensporn. Es war eindeutig von einer weiteren Truppe barianischer Söldner besetzt, die von einem Hüter angeführt wurde. Cecilia rüstete ihre Soldaten für die letzte Schlacht zur Rückeroberung dieser Region.
Okay, das kommt vielleicht noch ein bisschen früh. Vielleicht sollten wir erstmal woanders lang gehen. Wie wär's? Oh, er kommt. Well. Bedrohungsgrad tödlich. Nun. Ich will nicht kämpfen. Ich habe überhaupt keine Armeen. Lass mich. Scheiße. Und alle meine Items weg. Okay, man kann sich dann noch auf die manuelle Schlacht einlassen. Ja, nun. Ja, okay, es wird in der langsamen Schlacht natürlich auch nicht besser. Das ist ja komplett scheiße gerade gelaufen. Ja, nun. Das war natürlich gar nichts. Aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass der mich angreift. Okay, wir müssen erstmal in andere Richtung. Es fehlt hier noch das Metagame von Heroes of Might and Magic, also Städte bauen und so. Ich glaube, das kommt noch. Wahrscheinlich nach dieser Tutorial-Mission hier. Wie soll man denn da hinkommen? Hm, okay. Geister, fliegende Geschöpfe der Bruchwildnis. Mit fledermausähnlichen Flügeln, langen Klauen und scharfen Zähnen. Surrten und flatterten nur Opferbaum. Okay. Wir wünschen eine Opfergabe als Wiedergutmachung für unser Eindringen in den Wald machen. Kein Mensch, niemals nie. Geister, stellt mich nicht auf die Probe. Ich bin tapfer, Herz, und wie vereinbart will ich Wiedergutmachung leisten. Wenn ihr mir weiterhin den Weg zum Opferbaum versperrt, zücke ich die Waffen und erlöse euch von eurem Elend. Elend bist du, du Leid. So sei es. Das schaffe ich doch auch wieder nicht. Oder?
Vielleicht können die nix. Aber ich kann auch nix. Was kann er? Was kann er eigentlich? Er kann auch nix. Ja. Okay. Vielleicht habe ich auch einfach komplett einfach eine Gurkentruppe. Jesus. Aber wo sollen denn Truppen herkommen? Ich verstehe das nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Muss ich nochmal in die Stadt? Okay, die Typen kann ich kaufen für 7500, aber ob die jetzt den Unterschied machen? Okay. Habe ich irgendwas Krasses übersehen? Die Mine habe ich eingenommen. Man könnte durchgehen, aber dann geschehe nichts. Wurde schon aktiviert. Ist das was? So, ja gut. Also mehr geht nicht. Vielleicht reicht's ja. Sonst weiß ich auch nicht weiter. Ja, da wir alle... Sind diese Bänkelsänger, sind das... Nahkampfoffensive?
der denn für eine scheiß Reichweite? So, was haben wir denn jetzt hier für Zaubersprüchlein? Was ist das Austauschen? Oh, der haut aber schon ganz gut rein, ey. Stark. Aha, wieso fallen die jetzt so leicht? Jetzt ist es plötzlich super easy, komisch. Ja, ich habe jetzt die Zaubersprüche genommen, weil wir ja eh nicht genug Armeen haben, um die Slots zu füllen. Der Opferbaum war der ungewöhnlichste Baum, den Cecilia je gesehen hatte. Ihre Freundin, Vilja von Dornenclip, hatte mal einen beschrieben, doch das wurde ihm nicht gerecht. Die Äste waren geschmeidig und glänzten. Es schien, als leuchteten sie mit einem inneren Licht. Die Blätter klimperten wie Glöckchen in der Brise. Am ungewöhnlichsten aber war, dass der Baum den Duft von warm gewürztem Apfelwein verströmte, wie ihn ihre Mutter ihr manchmal gegeben hatte, als Cecilia noch klein war. Fee des Waldes, für unser Eindringen in eure Wälder bieten wir euch Entschädigung an. Für diese erschlagenen Feegeister ersuche ich um Vergebung. Sie ließen nicht mit sich reden. Möge unser Friede ewig währen. Während die Opfergaben dargebracht werden, kehrte im Wald rings um Cecilia Stille ein. Hoffentlich genügte das. Okay, und jetzt? Borkensporn. Jetzt gibt es nur noch Borkensporn. Aber wo kommen denn die Armeen her? Ich verstehe das nicht. Tja. Okay, ich kann nochmal 30 von denen holen. Okay, immerhin. Tja. Das wird ja niemals reichen, so wie der mich platt gemacht hat, der Boss. Das leuchtet mir nicht so ganz ein.
Tja. Aha. Habe ich hier was entdeckt? Oh shit. Hä? Bro kommt einfach da lang? Aber das ist vielleicht besser für uns hier. Wow. Verdammt. Stark. Diesmal schaffen wir es, Leute. Von hinten. Ach, der lädt nach. Okay. Ja. Wenn er nachlädt, kann er aber doch auch noch nach vorne laufen. Buff den, bis nichts mehr geht, ey. Da ist es zu spät. Das ließ sich offensichtlich nicht verhindern. Ah, das schaffen wir, Leute. Guck. Ich glaube, das ist der Sieg. Da ist der Sieg.
Haben tatsächlich die mehr Truppen, die ich gekauft habe, haben den Unterschied gebracht. Okay. Nach der Schlacht wurde der bezwungene Nimander Brise Cecilia vorgeführt. Hitlerin, wir appellieren an eure Ehre und erflehen eine Verhandlung um unsere formelle Kapitulation. Ich bin Nimander Brise vom Quarzbataillon und ein Fremder in diesen Gestaden. Ich räume das Feld und ziehe meine Truppen zurück. In der Tat seid ihr ein Fremder, Barianer. Oder meine Farben verrieten euch, dass ich Baronin Cecilia Tapferherz bin. Waren das eure Waffen, mit welchen jene Banditen ausgestattet waren, die den Aufstand in meinen Minen anzettelten? Es gab ein Missverständnis, Baronin. Unser Auftraggeber machte uns glauben, rechtmäßigen Anspruch auf diese Lande dämmen zu können. Als wir erkannten, dass wir betrogen wurden, hatten wir den Vertrag bereits unterzeichnet. Nach dem Söldnerkodex konnten wir unsere Dienste nicht widerrufen. Verratet mir euren Arbeitgeber und seine Absichten. Stellt mich eure Antwort zufrieden, so verschone ich euch. Aber jeder Marianer eurer Kompanie muss mein Land unverzüglich verlassen. Es war Gräfin Hammond, die uns anheuerte. Gräfin Hammond. Das Topas-Bataillon wurde entsandt, Aschsporn zu sichern. Wir sind für eure Gnade dankbar, Herren Tapferherz. Möge dieser Handel für beide Seiten Glück bedeuten. Die Hinweise sind angemessen. Ich werde euer Leben verschonen und euch stattdessen in das Gefängnis von Schloss Ewigwacht sperren, wo ihr darüber nachsinnen könnt, dass Ehre vielleicht mehr wert sein könnte als Gold. Corporal, hier ist deine Gelegenheit, deine Fehler aus Bruchwildnis wieder gut zu machen. Nimm 2 Einheiten und verfrachte Hauptmann Nimander Brise nach Ewigwacht, bis wir uns auf eine Auslösesumme... Es sind so komische Wörter, ich kann es kaum lesen, Alter. Das sind echt alles so komische Wörter. Das klingt irgendwie nach einer sehr strange Übersetzung. Nachdem in Borkensporen wieder das Gesetz von Tapferherz in Kraft getreten war, scharrte Cecilia einmal mehr mit ihren Truppen um sich und machte sich auf den Weg, um das Topas-Bataillon zu verfolgen und die Besetzung von Aschsporn zu vereiteln. Dazu benötigt sie die Hilfe von Vilja von Dornenklipp, der Vögtin von Tapferherz und langjährigen Freundin Cecilias. Grim conviction rode Cecilia of stout heart to crush rebellions and push back another. Das muss so eine krasse Zeit gewesen sein, oder? Wo du eine Schlacht gewonnen hast und dann wurden Lieder über dich geschrieben. Ich glaube, ich wäre ein guter Barde gewesen. Die Tragödie bei Hoffnungslichtung, noch wach in ihrem Geist, machte sich Cecilia Tapferherz an die rasche Verfolgung der barianischen Söldner, welche Gräfin Hammond angeheuert hatte. Sie musste nach Aschsporn eilen, um ihre Liegenschaften... Was sind denn Liegenschaften zu schützen? Wahrscheinlich gab es in der Region noch viele Menschen, die der Familie Hammond treu ergeben waren, sodass sie mehr Kräfte benötigen würde, bevor sie sich den Söldnern Barias stellen konnte. Sie musste sich an eine alte Freundin wenden, Vilja von Dornenklipp. Vilja fürchtete keinen Kampf. Aber kommt man jetzt nochmal auf die andere Map? Da waren doch noch sau viele Sachen, die ich überhaupt nicht... weißt du, wie ich meine? Benutzt habe.
Das ist sie schon? Das ist sie ja schon. Dann wäre ich jetzt in die andere Richtung abgedampft. Wir werden keine Wunden heilen, indem wir Schwäche zeigen. Komm, Vilya, ich möchte nicht mit dir streiten. Ich verfolge Gräfin Harmon und möchte dich um deine Hilfe bitten. Stehst du an meiner Seite? Natürlich tue ich das. Meine Macht steht euch zur Verfügung. Doch etwas verzögert die Lieferung von himmlischem Erz und antikem Bernstein aus unseren Minen im Westen. Erst nahm ich an, es seien diese Banditen, aber die wussten nichts davon. Das müssen schon wieder Hermods Söldner sein. Die Minen sollten wir zuerst angehen. Wir werden alle unsere Kräfte benötigen, ehe wir uns an den Barianern stellen. Blablabla. So, auf jeden Fall deutlich mehr Gelaber als bei Hom. Scharfes Schwert. Also ich sag euch mal was jetzt hier zu dem Spiel. Es macht Bock, es gefällt mir. Aber, ich sehe nicht, wo es geiler ist als der 24 Jahre alte Vorgänger oder Vorbild. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich das jetzt mit meinem... Vielleicht kommt das, wenn jetzt hier die Stadt... Hüter, Verteidigung, Verwaltung. Große Siedlung. Kann hier vier Dinge tun. Truppen einberufen, Truppen verbessern zwischen Hütern und der Stadt. Der Hüter wird dann direkt im Hauptgebäude platziert und ist Teil der Stadtverteidigung. Ein feindlicher Hüter, die den Stadion führt, der Hüter ein Verteidigung zu. Okay. Wollen wir gleich noch das Best-of zum Abschluss schauen? Wir machen. Auf Baustellen errichtest du deine Gebäude, okay.
Sie aber ordentlich Truppen. Wenn du Stärke aufsammelst, werden Schwächere automatisch ersetzt. Die Truppen sind ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Banditenversteck. Let's go. Aua. Autsch. Wer ist denn hier wer? Okay, das ist extrem dumm gelaufen hier. Irgendwie ist es nicht ganz, ich weiß nicht, was es ist, nicht ganz so befriedigend, die Map zu erforschen wie bei Heroes of Might and Magic. Aber warum ist das so? Das weiß ich noch nicht. Tatsächlich. Aber gut, es fehlt noch das Städtebau-Feature natürlich. Denn jetzt hier? Ah, hier kann ich jetzt große Siedlung. Ah, jetzt kann ich mir die zweite Heldin sozusagen holen. Ah, okay, so kann ich hier bauen. Ah, okay. Gut, ich glaube, dadurch kommt auf jeden Fall noch mal so eine neue. Ja, ja, okay, jetzt kann ich hier die Stadt richtig ausbauen. Das ist natürlich wichtig. Das ist sozusagen das Metagame, das mir bislang auch so ein bisschen gefehlt hat. Weshalb das ganze Ressourcensammeln so ein bisschen obsolet schien. Aber jetzt, wenn man dann hier so ein bisschen... Das macht dann natürlich mehr Bock. Allerdings habe ich jetzt überhaupt keine Ressourcen, um irgendwas zu bauen. Vor allen Dingen kein Gold. Okay. Aber die Komponente hat mir zum Beispiel noch komplett gefehlt.
Kann ich da von der Seite? Ja. Das war ein Fehler von den Wölfen. Großer Fehler, richtig dumm. Guck. Alter, warum haut er denn so krass rein? Man kann sich wieder richtig schön verskillen, so wie es aussieht. Viele Briganten, viele Wildereren. Viele Wildereren. Mehrere Halsabschneidern. Kann das sein, dass die Übersetzung scheiße ist? So, wir haben jetzt aber Kohle und können jetzt sozusagen hier anfangen, unsere Stadt auszubauen. Ah, okay, es fehlen hier allerdings noch Resources. Was können wir hier? Wir können einen Marktplatz bauen oder eine Kaserne. Und dann werden hier auch Einheiten rekrutiert. Kaserne erscheint mir sinnvoll. Okay, du kannst nur eine Sache bauen, verstehe. Ach so, hier haben wir ja noch den zweiten Held. Das habe ich ganz vergessen, wa? Ah, vielleicht lieber nicht. Überwältigend. Überwältigend, okay, cool. Das war gut, das waren Ressourcen. Wo ist sie? Geh doch zu ihr. Hä? Da. Hier
Reflexionsbecken. So, wie lange dauert das denn, bis das gebaut ist eigentlich? Bau steht bereit in einer Runde. Ah ja, okay. Da ist es. Guck. Jetzt kann ich ein neues Bauprojekt machen. Zum Beispiel den Marktplatz. Oder was ist hier? Bauernhütte. Schenke. Bänkelsänger. Gold. Stein. Sägewerk. Man weiß ja nicht, ob man angegriffen wird. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Okay, aber die braucht auf jeden Fall Truppen. Ohne Truppen ist die quasi aufgeschmissen. Diese Sachen sind alle bewacht. Das bringt mich so nicht weiter, ey. Guck, die kriegt dauernd neue. Die andere hat noch nichts. Versuche mal zu gucken, was ist denn... Hier kommen noch die ganzen geilen Zaubersprüche. Aber wie kriegt man die? Unzureichende Essenz. Achso, hier 4-4. 7-7-8-8. Ich spare mal ein bisschen Essenz und guck mal, was passiert, wenn wir überhaupt so weit kommen. Eigentlich ganz geil mit diesem Feature, dass die Bewegung deiner Truppen sozusagen oder die Aktivierung deiner Truppen dir die Essenz bringt für deine Zaubersprüche, finde ich ganz interessant. Ein extra Zug, extra Angriff.
Achso. So. Jetzt können wir abkassieren. Das sind halt die meisten Sachen, die man auf der Map einsammelt, sind halt irgendwelche Buffs für die nächste Schlacht oder so. Das ist natürlich ganz cool. Aber irgendwie auch... Weiß ich nicht. So, wir können hier weiter bauen. Was bauen wir? Hier können wir bauen, da können wir bauen. Mittelgroß können wir hier bauen. Und hier können wir groß bauen, aber uns fehlt, was auch immer das ist, himmlisches Erz 5 oder Schimmergewebe. Hatte ja schon 2 Waffen oder was? Plus 6, kann ich das jetzt der geben? Kann ich das. Wie kann ich das jetzt meiner anderen Heldin geben? Geht das irgendwie? Wahrscheinlich müssen die dann irgendwie nebeneinander stehen oder so. Das würde ja Sinn ergeben. Langsam nach Mordor. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich mit ihr zurück in die Stadt gehe und mir Truppen hole, sonst komme ich hier nicht weit. Aber es ist natürlich ein ganz schön weiter Weg. Oh, was? Wer bist du denn? Hä? Ah, jetzt habe ich die verweckt. Ah, das ist ja dumm. Das ist, der ist nicht auf... Ah ja, okay, dumm. Der ist nicht auf den Helden, auf den richtigen Helden gesprungen und dann habe ich geklickt und dann, ja, okay, man kennt's. So, wo kriegst du denn jetzt Truppen? Hier? Truppen einberufen. So. Okay. Du kannst direkt wieder runtergehen. Das war halt einfach dumm. Das habe ich erst schon eingenommen. Da war ich gerade, okay. Du kriegst hier neue Truppen. Oh, Vorrat ist leer, okay. Kein verfügbarer Truppenplatz. Ach so, ich muss erst aufsteigen, ja, alles klar.
Gut, dann musst du jetzt wohl oder übel auch mal kämpfen. Und zwar hier. Easy. Okay, jetzt haben wir die. Alles klar. Und da steigt sie auf und dann gehen wir natürlich klar. Damit sie mehr kommandieren kann. Wir haben das Holzfällerlager. Nicht, dass wir unbedingt Holz brauchen. Oh, keine Bewegungspunkte mehr. Okay. Sie auch nicht. Toten erheben sich. Der uralte Weiler Ruhegrund, ein pulsierendes Zentrum der Gelehrsamkeit, war bis auf die Grundfesten geschleift. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn, der Satz. Jetzt mal ehrlich, der uralte Weiler Ruhegrund, ein pulsierendes Zentrum der Gelehrsamkeit, war bis auf die Grundfesten geschleift. Also liegt's an mir oder raff ich's nicht? Gut, egal. So, jetzt müssten wir doch... Jetzt können wir die Akademie bauen. Menschliche Forschung. Ah ne, das ist die Akademie. Komm. Let's try. Hier war einst ein Pfad, jetzt ist er fort. Welch üble Magie vermag so etwas? Die Toten sind auferstanden und bewaffnet, wie konnte das geschehen? Eidgebunden, an sie gebunden. Sie, wer ist eure Herrin? Eidgebunden, gebunden zu erobern. Meinetwegen, so sei eben erneut an den Tod gebunden. Was ist jetzt das?
Ist ja super easy. Okay. Jetzt können wir hier plündern. Galgenbaum. Keine Bewegung mehr. Okay. Das haben wir alles eingenommen. Da kommen wir her, ne? Das war dumm. Die kann sich ja noch bewegen. Besucht, besucht, besucht. Jetzt gehen wir hier runter. So, und dann holen wir uns hier die geilen Handschuhe. Manuelle Schlacht. Was? Manuelle Schlacht. Hä? Wo sind meine Einheiten plötzlich hin? Ich hatte doch Einheiten mit ihr. Wo sind die alle gefallen? Oh. Das ist ja scheiße. Ich dachte, ich hatte hier noch voll die Bogenschützen und alles. Gegnerische Zieltruppe erhält minus 25% Schaden. Also plus 25% Schaden. Hä? Oder nicht? Ich will doch nicht, dass die minus 25% Schaden erhält. Ach so, der Gegner macht weniger Schaden. Okay. Wieso kann ich jetzt nicht hier nicht angreifen? Wieso kann ich nicht angreifen? Hey, irgendwie greift er nicht an.
Ich raff's nicht. Keine Ahnung. Das war strange. Aber ich raff auch nicht, wieso ich nur so wenig Einheiten hatte. Ich hatte doch eben im Kampf noch super viele und jetzt sind einfach super wenige. Ja, geil. Warte mal. Nein. So, hier hat die doch noch... Nee, die hat wirklich keine Einheiten mehr. Hä? Die hat gar keine Einheiten mehr. Oh Mann, die Zeit ist schon wieder um, ey Leute. Das macht Bock. Das macht mir Bock. Spiel kostet, glaube ich, 29 Euro oder so. Ich guck gleich. Na gut, ich speichere jetzt hier mal ab. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Es ist schon wieder so spät. Morgen früh ist wieder Bundesliga. Saisonrückblick. Ah, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Also nochmal auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall meinen Uncut-Kanal. Viele Reihen gehen dann auf dem Uncut-Kanal demnächst weiter.